So, normalerweise wäre jetzt schon die Folie im Hintergrund. Ich fang trotzdem schon mal an. Wir haben festgestellt, 44% der Lebensmittel, die im Restaurant produziert werden, landen am Ende im Müll. Das ist uns zu viel. Da kommt die Folie. Sie ist da. Wunderbar. Genau, wir haben festgestellt, 44% des Essens landet im Müll, weil Restaurants einfach nicht richtig kalkulieren können, wie viel geht am morgigen Tag wirklich weg. Darum kochen sie mehr, damit sie wirklich alle Kunden das Essen zubereiten können, was der Kunde auch bestellt hat. Umgerechnet sind das 4 Millionen Tonnen an Lebensmitteln, die in Deutschland jedes Jahr im Müll landen. Das ist jede Menge. Umgerechnet könnte man in Hamburg ganze 7 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Und das dachten wir, das machen wir mal. Außerdem wäre Food Waste, wäre es ein Land nach den USA und China der drittgrößte Klimasünder der Erde. Wir dachten uns, so kann das nicht weitergehen und unsere Lösung heißt GastroAid. GastroAid verarbeitet Wetterdaten, Trends, Verkehr, Feiertage und die Kapazität eines Restaurants zu einer Verkaufsprognose, die dann in ganzen Gerichten angegeben wird. Das Restaurant weiß also, wie viel vorbereitet werden muss, damit nicht so viel weggeschmissen wird am nächsten Tag. Genau, warte ganz kurz. So, genau, dafür haben wir die Technologien des MERN-Stacks verwendet, also MongoDB, Express, React und Node.js, haben ein Frontend gebaut mit der Ant-Design-Library, eine chinesische UI-Library, und haben einfach das Ganze, die da ganzen Daten versucht, halbwegs schön zu visualisieren, ich hoffe, wir haben es geschafft, wo einfach quasi man auf einen Blick sieht, wie viel muss ich einkaufen, wie viel muss produziert werden, wie ist der Ansturm, der erwartete, und genau. Wenn man unsere Software durchsetzen würde, ließe sich allein in Deutschland eine unglaubliche Zahl von 5 Millionen Tonnen CO2 jährlichen CO2-Ausstoß sparen. Wie wird es jetzt für uns nach JugendHackt weitergehen? Also wir sehen in diesem Projekt ein enormes Potenzial, was man auf jeden Fall weiterverfolgen sollte und umsetzen sollte. Unser Projekt ist Open Source auf GitHub. Ihr könnt alle gerne beitreten, uns unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, weil uns liegt es einfach sehr am Herzen, dass wir wirklich was dazu beitragen, unseren Beitrag leisten für den Klimawandel, fürs Klima und da einfach auch unseren CO2-Ausstoß verringern können. Ja, vielen Dank.